Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show, Ausgabe 100. 100 Wochen mache ich das jetzt schon. Anfangs gab es immer diese zwei Videos, da wo ich mein Laptop-Tagebuch vorgelesen habe und was dazu erzählt habe und dann nochmal ein anderes Video. Meistens über Knast, ne? Über Stadelheim, Bernau und Therapien. Das mache ich ja immer noch, dass ich davon erzähle. Also wenn ihr Fragen habt über JVA Würzburg, Stadelheim oder Bernau, Nürnberg, könnt ihr mir Fragen stellen. Wenn ich es weiß, beantworte ich es. Wenn nicht, dann verweise ich zumindest dahin oder sage es auch, gibt es auch zu, wenn ich was nicht weiß, logisch. Kann ja auch nicht alles wissen. Aber ich habe halt da ein bisschen Erfahrungen gesammelt und beobachtet, was da abgeht. In Würzburg habe ich die meiste Zeit auf der Krankenstation verbracht. Ja. Eichach war ich bloß zwei Tage, deswegen kann ich da gar nichts erzählen. Außer, dass ich das Gefühl habe, dass man da halt aufgrund dessen, was er eigentlich ein Frauengefängnis ist und heranwachsende junge Männer bloß drin sind, dass da die anders behandelt werden, ein bisschen, ne? Ein bisschen weicher läuft es da ab. Das Männerknäste sind ein bisschen härter meistens als die Frauenknäste. Nicht was die Insassen betrifft, sondern was die Bestrafung betrifft. Dann habe ich noch mir gedacht, erzähle ich ein bisschen was über die Symbolik meiner Videos. Ist euch bestimmt aufgefallen, dass ich immer 420 Sekunden vorne das in Braun habe. Das symbolisiert das Heroin. Dann die grüne Schrift, das ist das Cannabis. Am Ende des Grünen ist auch immer Cannabis. Habe ich länger aufgezogen. Früher waren es auch 420, aber jetzt ist es länger. Ich glaube auf 10 Sekunden, weil die Abspannvideos halt da dann länger angeschaut werden können und das nicht so ganz zu kurz ist. Die Musik, die da immer zum Laufen ist, meistens was Gesampeltes und so selber zusammengemixt. Ab und zu auch mal sowas der YouTube Library. Das Problem mit den Samplen ist, dass es manchmal bei 4 Beats schon ausreicht, dass das Lied wohl gelistet ist und dann eine Sperre kommt. Die machen dann eine Urheberrechtsverletzung hin, aber schreiben halt dazu, man kann es bloß nicht monetarisieren. Dafür habe ich sowieso zu wenig Klicks und viel zu wenige Abonnenten. Ja, das kommt daher, weil ich das gar nicht groß bewerbe. Ich denke mir, wenn ich keine Kohle damit verdienen will, dann muss ich auch da kein Geld reinstecken und keine so große Mühe. Weil ich kein Geld habe, habe ich halt jetzt das Mikro hier gesponsert bekommen vom Reik. Deswegen ist es jetzt auch ein besseres Audio. Und das war keine Symbolik. Ich habe versucht, ein paar Videos zu machen, wo man LSD-Optik sieht und bisschen mit Farben und so versucht darzustellen, was das für ein Gefühl ist, wenn man ein bisschen zu viel erwischt von Koks zum Beispiel und dass das echt unangenehm ist. Ja, man kann den Leuten, ich möchte ja niemanden Angst machen, ja. Ich will nur, dass Leute vorsichtig sind. Wenn sie schon sich dazu entschließen, irgendwas anderes zu konsumieren, was irgendwelche Wirkung auf den Kopf hat oder auf den Körper, dann sollte man schon immer Grenzen einhalten, nicht gleich mit so einer großen Menge anfangen, lieber von der Konsumeinheit, die einem empfohlen wird, ein Viertel oder die Hälfte bloß, weil das manchmal schon ausreichend ist. Besonders bei Ecstasy, wo man nicht weiß, wie viel drin ist, sollte man auf gar keinen Fall gleich eine ganze Pille einfahren. Und schon erst recht nicht, wenn man gerade mal damit anfängt. Ja? Gerade so viele Videos auf YouTube, auch von mir gibt es ein paar so Filmchen, wo ich also extrem dicke Bons rauche. Das geht nur, weil ich extrem hochdosiert und desensibilisiert bin. Oder sensibilisiert, was sagt man da? Ich weiß nicht. Ich vertrage sehr viel aufgrund dem Umstand, dass ich das halt medizinisch brauche und immer dauernd konsumieren muss, ob ich will oder nicht. Und da ist das halt, dann irgendwann ist der Spaß auch vorbei. Und wenn man an der Stelle ist, kann man halt auch dementsprechend große Töpfe ziehen. Wenn man das aber nicht gewohnt ist,
Oder wenn man Anfänger oder bloß einmal im Monat oder einmal in der Woche was raucht, dann sollte man auf keinen Fall so ein riesen Ding ziehen. Das wird dann so ausnocken, hey, dass alles zu spät ist. Da ist es besser, man nimmt bloß die Hälfte davon oder ein Viertel davon. Gerade einmal das, was man gewohnt ist, in ein Köpfchen reinmachen und das ziehen, das reicht schon. Ja. Du kannst einen langen Kolben haben, den muss man ja nicht voll machen. Da reicht es halt auch, eine kleine Säule zu haben, die dann da hochschießt. Das schaut auch ganz cool aus. Ne? Meistens geht es ja darum, dass man in einer Bong diesen Rauch konzentriert und dann möglichst viel mit einem Zug reinkriegt. Aber das macht man erst, wenn ein Joint schon nicht mehr so wirklich am Wirken ist. Dasselbe ist halt, wenn man das auch mal gewohnt ist und Bongs raucht und dabbt und alles und das dann in großen Mengen schafft, ohne dass man da großartig noch was wegstecken muss, ist man leider dann an einer Situation, wo man denkt, hey, jetzt, was mache ich denn jetzt? Wenn man den Luxus hat, dass man die Sorte wechseln kann, reicht es ja schon wieder aus, dass man es richtig merkt. Und wenn das nicht mehr ausreicht, dann ist man meistens ja schon in dieser Situation, dass man alleine konsumiert. Und da gibt es tatsächlich einige Sachen, die man machen kann, um wieder das mehr zu spüren. Wenn es warm ist draußen, hey, dann ist es gar kein Problem. Schwingst dich aufs Fahrrad und fährst am Fahrradweg rauf und runter, das reicht meistens schon. Oder aber, was man auch machen kann, ist eine Treppe rauf und runter gehen. Ist das schon mal, das den Kreislauf anregt. Und wenn man es dann ganz dringend braucht noch, dann geht man einkaufen. Sobald man unter Leute kommt, merkt man erstmal, wie stark man eigentlich berauscht ist. Und wenn man sich dann auch kurz einredet, oh, jetzt muss normal sein, ist es gleich nochmal verstärkt. Und in dem Augenblick merkst du es wieder. Also bevor du auf eine Idee kommst, dass du andere Sachen konsumierst, versuch halt erst einmal mit der Substanz, mit der weißen Substanz, ich sage jetzt mal Cannabis, mehr rauszuholen, als wie dieses Standard-Ding wie ein Joint. Also es geht schon. Man kann da schon Sachen erleben, auch. Wenn du dich so richtig zulaust, so high as fuck bist, also richtig krass, krass, krass high, dann machst du die Augen zu, legst dich auf den Boden und hörst da von Pink Floyd Shine On Your Crazy Diamond an. Ich schwöre dir, wenn du es aushältst, bis zum Ende von diesem Lied nicht zu reden, die Augen zuzuhalten und einfach nicht zu reden und versuchen nichts zu denken, hast du den Wahnsinnskopf. Das ist so hammerartig geil. Da bist du ehrlich, da lebst du Dinge und siehst Sachen mit geschlossenen Augen. Das ist so der Wahnsinn. Und richtig hart kommt es, wenn du das Ganze auf der Kassette hast. Auf der Musikkassette. Also die Älteren, die können es machen. Musikkassette, aber das Ende vom Lied, die letzten 2 Sekunden, die müssen nicht, dürfen da nicht mehr drauf sein. Und da muss es dann lautes Klack geben. Weil das laute Klack reißt dich so aus diesem Traum raus, dass du überhaupt dir das Ganze bewusst wirst. Hast du diesen Aufwecker nicht am Ende? Träumst du einfach weiter bis zum nächsten Lied und dann verändert sich das Ganze, dann kommst du langsam wieder zurück. Aber du kriegst es nicht bewusst mit. Das Bewusste ist tatsächlich dieser harte Wecker am Ende. Ich habe das in den 80er Jahren mal erlebt, da waren wir bei, ich weiß nicht mehr, bei wem wir da zu Hause waren. Es war ein junges Pärchen, die waren die ersten, die eine eigene Wohnung hatten. Und dann haben die gesagt, so, hey, das machen wir jetzt rauchen wir ein. Und dann legen wir uns alle hin und hören uns das Lied an. Und dann haben wir das auch gemacht. Und dann habe ich da halt meinen Film gefahren und habe mein Ding gesehen, was ich so halt sehe da. Und das funktioniert immer wieder. Ich sehe immer wieder dasselbe, wenn ich das mir anhöre. Und zwar ist das so ein Helikopterflug über die Grand Canyon. Und an ein paar Stellen von dem Lied schießt sich da genau über die Klippen so raus und man blickt nach unten. Aber dann sehe ich da unten keinen Fluss, sondern ist da unten Meer. Und dann ist das plötzlich, sind das die Steilklippen von Irland oder sowas. Weißt schon, das ist echt Wahnsinn. Weil ich da auch noch so dieses Gefühl der Sonne auf der Haut spüren kann. Und das ist so krass. Und es gibt ein paar Lieder, die bei Stones sein so funktionieren, wenn man bestimmte Tiefe erreicht hat von dem Rauschzustand. Das geht aber erst, wenn man
aus dieser Lachphase raus ist, wenn man sich so da und am Boden kullert und lacht und halt nicht in den Film reinfindet. Das geht halt erst ab dem Zeitpunkt, wo man nicht mehr albern ist, wenn man was geraucht hat. Aber da geht das dann. Da kommst du dann auch so extreme Gedankenkonstellationen rein, wo du dir halt Sachen plötzlich mit anderen Augen siehst. Mit einem ganz anderen Blickwinkel. Und dann geht's los, dass man kreativ wird, dass man weiß ich nicht, produktiv auch wird, wenn man das zulässt, wenn man das versteht, was da abgeht. Deswegen ist es halt nicht so praktisch, wenn man erst 16 ist. Da sollte man noch sich auf seine Ausbildung konzentrieren. Ich habe es leider nicht gemacht. Schlechtes Beispiel, ganz schlechtes Beispiel. Ja, das bin ich ein armer Schlucker. Tja, Leute, das war's für heute. Peace out. Whisky.